Herausforderungsgrab. Ist die Frage, will ich da schon hin? So ein Fell. Ja, halten Sie den Right Trigger gedrückt, um Pfeile herzustellen. Bin doch dabei. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel Zeit hier verschwenden. Also wegen euch, wegen mir können wir da gerne noch auf Jagd gehen und uns unser Inventar füllen. Oh super, der Bogen macht mehr Schaden, das ist schön. Bist du am Humpen? Ja, ne? Gut, wenn so ein Vieh am Humpen ist, hat er schon einen Pfeil abgekriegt, aber aktuell mit diesem... Yo, 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 yo! Hoffentlich kommen die nicht unendlich. In Tomb Raider 1, in dem 2013er, war das so, da hast du die Tiere jetzt nicht wegen den Ressourcen gejagt, sondern wegen der XP. Hast aber auch eine Benachrichtigung bekommen, wenn du im Gebiet genug gejagt hast und keine XP mehr bekommst. Sozusagen, da hat dir das Spiel schon gesagt, hier, jetzt machen wir langsam. Schickt. Hallo Käfer. Erstmal alles töten. So, ich glaube aber, wir haben jetzt mit Fellen erstmal genug. Wie viele Felle haben wir denn jetzt? 16. Ich glaube 20 kann sie halten. Ich habe hier links was gesehen. Wunderbar. Wandererspinne. Lass mich raten, das bringt noch nichts. Oh, doch. Super. Will ich da schon rein? Vorsichtig. Soll ich? Vorsichtig. Ja, vorsichtig. Die wollen nur kuscheln. Komm schon, Lara. Oh, super. Okay, erstmal Pilze sammeln. Lecker, frische Pilze aus dem... Naja, so ein Champignons sind. Okay. Meine Überlebensinstinkte sind noch nicht... Nee. Mädchen, das würde ich nicht machen. Wohin das wohl führt? Ich würde sagen, nach unten. was wollte ich sagen? Meine Fertigkeitssinne sind noch nicht gut genug, dass ich den ganzen Kram entdecke. Das bedeutet, ich muss mich auf meinen Instinkt so ein bisschen verlassen. Hier sowas zum Beispiel. Mehr Infos. Möge Urku den Weg von diesem in das nächste Leben aufzeichnen, auf das wir alle in Sicherheit zu reisen vermögen. Das können wir gerade super gebrauchen, Lara. Da geht's vielleicht weiter. Quetscher Mun. Scheiße! Au! Abwärts, oder? Ist die Frage, komme ich dahin? Soll ich dahin? Macht es Sinn? Ja, das schaffst du, Lara. Boah, super. Und hier geht's hoch. Brav. Lecker Matsch. Ich muss gesunde Füße haben. Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Eine verborgene Kammer in der Nähe. Das hier vielleicht? Ja, wo ich da lang muss, ist ja klar. Ist die Frage, komme ich da nochmal hin? Okay, das ist jetzt ein Rondell sozusagen. Okay. Super. Ich will jetzt den Stream nochmal refreshen.
weil das YouTube immer so ein bisschen problematisch ist. Und wenn du die App offen hast, dann zeigt es dir alles an. Aber wenn sich da was ändert, musst du immer vorher aktualisieren. Da oben ist was. Ah, okay. Ich... Ui, ui, ah! Geht. Du bist nicht die Erste, glaube ich. Haben wir denn hier? Ja, die Neugier besiegt den Ekel. Neue Ausrüstung. Abendstern-Lederstiefel. Es muss einen Weg hier rausgeben. Ja, den gibt es. Den gibt es hier immer. Ich will mich nur noch mal umgucken, Mädchen. Super. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei Rise of the Tomb Raider, wo sie da in diesem Eiswasser und alles drin war und das arschkalt war, da habe ich so mitgefiebert. Ich schwör's dir, da habe ich mir so krass... Da habe ich fehlende Ausrüstung. Nein! Nein! Das könnt ihr doch nicht machen! Da habe ich so krass mitgefiebert. Das muss der Weg nach oben sein. Ja, dann zieh doch mal den... Hallo! Wie gesagt, so krass mitgefiebert, dass ich echt gefroren habe, als die Lara da reingesprungen ist. Von daher... Mal gucken, wie lange wir heute machen. Also, wenn gewünscht ist, dass ich das als Let's Play drin habe und sich die Leute das vielleicht nochmal angucken wollen, dann werde ich den Stream selbst, also als Creator kannst du ja das, was du hochlädst, auch runterladen. Das von Tomb Raider rausschneiden und das dann portionieren. Dann hätte ich auch wieder was für 2020. Obwohl ich für 2020 mittlerweile auch genug habe, ja. Also wenn ich es jetzt so machen würde wie das Luxi, dass ich nur alle 3 Tage ein Video oder alle 4 Tage ein Video hochladen würde. Obwohl der ja gerade ein bisschen bei Might and Magic am Suchten ist. Dann... Jo. Dann hätte ich eigentlich schon bis März fertig gedeckt. Ah, weißt du was? Das machen wir mal. Komm, wir machen jetzt mal was ganz Lustiges. Wo haben wir es dann? Hoffentlich geht er dran. Psst. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit... Ach, schade. Schade. Ich habe keine Ahnung... Ist dir überlassen, so wie es Luxi mit seinen Videos gemacht hatte. Ich weiß jetzt nicht ganz, auf was du genau hinaus willst. So gut habe ich das jetzt nicht habe ich den Luxi jetzt nicht verfolgt. Schade. Ich dachte, mir könnte den Luxi jetzt gerade mal so ein bisschen überraschen. Cusco gehört Hernando Pizarro, dem rechtmäßigen Vertreter der spanischen Krone. Diego de Almagro wurde... Ich hätte nämlich Lust, mit ihm heute noch mal ein bisschen Rodrigo Factorio zu spielen. Gottes ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupampa, einer schlechten Wahl für seine Kavallerie. Seine Falconette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Archibusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavallerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich 2 anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinander trafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Ein Auszug aus Alonso Luis Tagebuch. Hatte das... was... Resident Evil 4 und 5er Videozusammenschnitt. Ah ne, ich bin kein Freund von Videozusammenschnitten. Oder meinst du, dass er einfach den... Ah, das kann sein. Stimmt, er hatte mal was erwähnt. Ich glaube, er hatte das auf Twitch gestreamt, ne? Und hat das Video dann in kleine Häppchen zusammen auseinandergeschnibbelt und dann als Dingsbums raus... Und dann als Let's Play auf YouTube rausgehauen. Das machen viele, muss ich sagen. Viele Streamer und Let's Player machen das.
Bei mir ist halt die Frage, ob sich das bei mir lohnt, da ich hier auch auf halt bis jetzt nur auf YouTube streame. Ne? Das bedeutet, vielleicht für weiteren Fortschritt Kletterachs notwendig. Vielleicht wäre das sinnvoll, wenn ich das, wenn ich über Twitch streamen würde und dann kann ich die Streams auch mitschneiden. Das kann man ja mit OBS machen, da kannst du streamen und aufnehmen zeitgleich. Das geht aber mit solchen Spielen halt leider nicht. Und danach kannst du Torso. Nee, ich will das da. Entschuldigung. Ich habe doch irgendwelche Stiefel erhalten. Warum kann ich die denn nicht machen? Ausrüstung. Warte mal, kann ich Waffen upgraden? Nee, kann ich nicht. Okay. Wie gesagt, mit OBS Studio kannst du das super machen. Oder mit anderen Streaming-Softwaren. Mit Shadowplay geht das, glaube ich, auch. Aber in meinen Augen, da YouTube mir das auch anbietet, den Dingsbums zu downloaden, den gesamten Stream, muss ich sagen, macht das für mich jetzt so keinen Sinn, dann das nochmal extra irgendwie aufzunehmen. Da warte ich, bis das Stream vorbei ist, schnibbel den dann mit Avidemux zurecht und hau den dann häppchenweise raus. Oder ich lasse die Streams einfach oben und mach, hau die in eine Playlist. Das ist der Unterschied. Mir gar nicht. Miguel? Ich meine, das war so gewesen. Ich weiß halt nicht, wie Sluxy das anders gemacht hat, weil in dem Zeitpunkt hatte ich ihn ein bisschen als Abonnent aus den Augen verloren. Miguel? Miguel? So, Lara, du hast sonst nichts. Mach mal lieber ein paar Pfeile, Mädchen. Wie viel kannst du denn haben? Ich glaube 25. Ja, 25. Okay. Das sieht so aus, als wenn wir hier nicht alleine das einzige Raubtier wären. Hat die da jetzt was gesammelt? Nee, ne? Glaube nicht. Nee, nicht wirklich. Miguel! Oh, oh. Ist das Miguel? Nee. Ist. Hallo, Miguel? Wow. Der König des Dschungels. Wüsste ich doch jetzt nicht mit den Dingern Viecher anlegen. Boah. Alter. Boah. Heilige Scheiße. Ja. Wir können natürlich auch hier diese, diese Affen vom Baum schießen. Die geben uns XP. Ich weiß halt nur nicht, ob das irgendwie schlechtes Karma oder so bringt. Kann man machen. Die laufen halt nicht weg, sind uns auch nicht böse. Also von daher würde ich erstmal sagen, muss nicht sein. Weil auch nicht jede Affe lootbar ist. Hier muss ich vorsichtig sein. Also diese Szene mit dem wahren König des Dschungels haben sie schön gemacht. Der Jaguar, der sieht einfach schon gefährlich aus. Du kriegst echt Schiss. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein schönes Tier.
Kann ich schon irgendwie sowas wie Feuer oder so herstellen? Was ist das? Nein, ich hab keinen. Wie Pfeile habe ich denn noch? Ich kann nur einen herstellen. Oh. Ey, ich hab so Respekt vor dem Vieh. Ich hab so Respekt vor dem Vieh. Controller überlebt nicht. Der ist schon satt. Braves Miezekätzchen. Gibt ihr zu Hause Whiskas? Die Schlange streckt das Köpfchen raus. Oh, also, da hat man schon echt... Also im Sinne von Kackwurst. Oh, ich hätte mich so eingeschifft. Ich hätte mich da so eingeschissen, Leute. Boah, ich glaube, das Höschen von der Lara ist voll. Also meins wär's. Heilen. Ja, heil dich mal. Boah. Hallo, warum hast du da jetzt Pfeile? Okay. Ich bastel noch mal ein paar vier Feuerpfeile können wir haben. Oh, Leute. Wenn ich die Lara wäre, ich hätte mich jetzt echt dreimal eingeschissen. Ja, der hat mich ja nicht in Ruhe gelassen. Konnte ja nichts dafür. Ich musste mich ja verteidigen. Aber eine schöne Szene. Einfach, du hast die Gefahr extremst krass gespürt, auch als Spieler. Du hast gemerkt, wow. Boah. Schön gemacht. Super. Auf jeden Fall. War okay. Auch der Kampf selbst war okay. Auf schwer hätte ich den wahrscheinlich verkackt. Auf ultra schwer erst recht. Schön. Gut. Fand ich irgendwie ein bisschen komisch, dass der andere uns nicht angegriffen hat, weil wir waren ja schon fertig und hilflos. Aber na gut. Finde ich ein bisschen gruselig, dass wir denen jetzt auch noch hinterherlaufen. Das gehört zu dem Wrack. Willkommen zurück, Kino. So, mach ich erstmal ein bisschen sauber. Super. Auf Bäume klettern. Ja, aber ich würde gern trotzdem noch vorher mal alles in Ruhe angucken. Gibt's hier irgendwas? Nö. Machen wir es wieder Jaguar. Okay, nee, das hört sich eher an wie so ein Schlafzimmerknurren. Tinnitus! So, Pfeile haben wir fertig. Super. Ist die Frage, wo müssen wir lang und wo will ich lang? Ich will erst nochmal hier ins Wasser.
Wie gesagt, wir haben Atem des Kaimans 2. Ich werde mit der Lara synchron nicht mehr die Luft anhalten. Das schaffe ich nicht. Also wenn ihr dies sehen wollt, nicht mehr bei mir. Weil die Lara das mit dem Skill jetzt einfach viel zu lange kann. So, wir können hier lang, wir können da hoch. Wir müssen da lang, okay. Dann will ich doch erstmal hier hin. Ich habe nämlich gewusst, dass hier noch irgendwas zu finden ist. Ja, das ist normal. Es liegt einfach an der Natur der Tiere, dass die Weibchen sich in der Regel trennen nach der Paarungszeit, auch wenn sie im Rudel leben. Liegt einfach daran, die Männchen würden die Jungen auffressen. Von daher... Ne, hier lang muss ich, okay. Dann will ich doch mal lieber... Erstmal. Ist das voll? Nee, okay. ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass bei vielen Raubtieren es so ist, dass es schon seinen Sinn hat, dass sie sich nach der nachdem es Junge gegeben hat, getrennt haben. Ach so, ich habe noch keine Axt. Oh. Ja, okay. Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Weil sonst das Männchen die Jungen auffressen würde. Das ist bei Löwen auch ziemlich häufig der Fall. Wenn ein Weibchen auf ein paarungsbereites Männchen trifft und die Löwenjungen nicht richtig aufpasst, ist es aktuell so, dass die männlichen Löwen auch die Jungen auffressen, damit das Weibchen wieder in Paarungsbereitschaft kommt. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Deswegen sind die Jungen auch immer auf den Schutz der Mutter angewiesen. Das Flugzeug! Jonah, bist du da? Autsch. Naja, auf jeden Fall eine schöne Szene. Schönes Tier, der Jaguar. Super. Jonah! Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Wurde vom Jaguar gefressen. Nur ist wahrscheinlich auch... Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich habe nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal hier. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Das erinnert mich so ein bisschen an Green Hell. Justin kennt das Spiel, er vermisst es bestimmt schon. Du weißt, was du tust? Ja, die Uhrzeit ist hier mir ja relativ egal. Heute ist Freitag, heute nehme ich mir Zeit. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Oh. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand... Und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du ich habe viel zu viel Eis hier getrunken. Jetzt muss schon wieder auf Toilette. Dabei wird alles andere unwichtig. Jonah. Ich. Hey. Während der Szene gehe ich ganz schnell. Bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli,
Mein Cousin hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. So. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. haben die den Parasiten jetzt ernsthaft einen Namen gegeben? Das Zeug über die Katastrophe, die Apokalypse. Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, erhöhte Chance, oh, das ist gut. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Drauf geschissen. Nein, nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Nein? Ah, doch. Oder? Ja. Mist, falscher Knopf gedrückt. Entschuldigung. Yay, Gold! Super! Na, ja, müssen wir nochmal machen. Und nochmal! Erstmal in den Dschungel kommen, alles kaputt machen. Ich würde da nicht reingehen. Aber mit uns trotzdem. Das sah sehr dunkel aus. Grabschiff auf ein Kreuz. Hier ruht Rolly Rimmel, mein Freund. Bug! Jetzt müssen wir es nochmal... Das ist doof! Gedenkstätte, unbekannte Expedition... Hallo? Hier ruht Rolly Rimmel, ein Freund. 1925. Da steht noch mehr. Nee, irgendwie... Vorsicht vor den Fallen. Aha. Vorsicht vor den Fallen, ich verstehe. Hier war seit Jahren keiner mehr. Alles klar, bis später oder bis gleich. So, hier kommen wir wahrscheinlich raus. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Dieser deformierte Schädel ist flacher und länger als gewöhnlich. Obwohl einige Leute darin den Beweis sehen, dass die Inka Kontakt mit Außerirdischen hatten, ist das Ganze vermutlich eher das Resultat einer Kopfbandagierung, einer menschlichen Deformierungspraxis, die älter ist als unsere Geschichtsschreibung. Ja, das stimmt.
Hallo, ich bin der Hugo. Wer bist du? Hallo, da ist ein Loch. Ja, ein ziemlicher Hohlkopf. Oh, jetzt muss ich mir den scheiß Schädel angucken. Hallo. Na komm, auf. Ohne Vibrationsalarm oder dass du weißt, wo du gucken musst, das ist ein bisschen nervig. Ich will aber jetzt wissen. Oh. Er weist außerdem Spuren einer Trepanation auf, einer medizinischen Prozedur, bei der ein Loch in den Schädel gebohrt wird. Moment mal, okay. Das erkennst du. So. Aber wenn ich so drauf gucke, dann... Oh. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?